Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen hier zurück zum LS17 mit unserem verschollenen Sohn Werner und der Ansgar ist auch mit dabei. Moin, an was Guten lag's Tag. dieses Mal? Ich habe keine Ahnung. Gewitter ist heute nicht, ne? Gar nicht. Ne. Kein Gewitter, keine Baustelle weit und breit, die man Netzwerkkabel abtrennen könnte. Ich weiß es nicht. Kommst du wieder in den Serien rein? Weil ich war gerade selbst auf der Suche, aber lass uns zusammen suchen, wo der geheimnisvolle Milchtrigger ist. Aktion, nicht Serien. Ja, Hallo. ich bin da. Moin. Gut. Moin. Ich bin jetzt schon immer eine Runde gefahren, aber. Weil er muss ja eigentlich auffällig sein, oder? Ja. Also, ich habe ja schon mal das Wasser rausgelassen, was drin war. Also, zu den Kühen gegeben. Wollen die Sehr nichts gut. verschwenden. Okay. Also eigentlich ist es so, der, wie heißt der nochmal? Der Milch, das, es müsste so ein kleines Milchfass sein. Ah, Der okay. müsste aber in der Nähe des Stalls sein. Dann checken wir das mal gegen. Wenn es so ist, wie es mal gewesen ist. Das hier ist Gülle. Gülle, Okay. oder? Ja? Ja, Ist ich erst schätze Gülle. mal. Ja, Ist es sieht erst nach Gülle Gülle. aus, ja. Oh, Da ja. grünen Okay. Dünger. Da, oder? Nee, ach, das ist zugedecktes Zeug, vergiss es. Hier drinnen ist nichts. Jedenfalls nichts, was ich gesehen habe. Das ist jetzt die Hinten. gute Frage, wo das ist. Hier Was im ist Auto. hier? Brunnen, hier kannst du Wasser auffüllen. Nee. Ja, da hinten ist auch nochmal Gülle aus. Achso, das ist das für die Düngerproduktion. Ja. So, Berda, mach mal einen Arsch weg. Haben wir überhaupt? Ich check das mal kurz. Kühe. Ja, 30.000 Liter sind drin. Boah, das wäre jetzt aber richtig schlecht, wenn wir keine Milch hätten. Ja, muss es ja irgendwie irgendwo geben. Boah, wie sieht's denn triggermäßig aus? Alles für die Katz. Oh wei, oh Na, wei. das nicht rauchen, dann eher nicht für die Milch zurückzuführen. Hier Weiß ich kommt ein nicht. Gute Frage, du. Futter. Das ist ja hier die komplette Kuhweide. Muss ja irgendwas sein. Irgendeine kleine Stelle, die wir einfach übersehen haben und die uns jetzt die Leute in den Kommentaren schreiben: Ihr Vollknöpfe, das ist doch hier und hier. Hier kommt Wasser. Wir haben übrigens jede Menge Mist hier liegen, ne? Müssen wir den mal ausbringen? Den müssen wir mal aufs Feld ausbringen. Ich komme jetzt sowieso mal mit dem Traktor rüber und dann machen wir mal ein bisschen Gruberei und so, dass die. Ach ne, wir müssen uns erstmal um die Kühe kümmern. Ja, wir suchen gerade verzweifelt Milch. Milchtrigger, aber. Hier wird nicht hier. Glaubst du, müssen wir einfach mal durch diesen schmalen Gang fahren? Wie funktioniert das denn auf anderen Maps? Ich hab damit keine Erfahrung. Kannst du. Ne, normalerweise ist da immer ein eigener Trigger da. Also ist ja auch ein eigenes Objekt teilweise. Ob Ja. ein Milchfass oder whatever. Einfach so ein Tank, Aber. weißt du, der was irgendwie im Stall rumsteht. Da weißt du Bescheid, aber so ist es halt etwas schwierig. Okay. Es sieht auch nicht aus, als wie irgendein Trigger hier wäre für die Milch. Oh wei, oh wei. Alles. Ja, nee, kann ich mir nicht Ja. vorstellen. Nee. Aber hier ist ja Gülle. Na ja gut, hier endet der Hof. Fahr jetzt einfach mal ein bisschen rum und guck mal nach links oben, ob ich irgendwo irgendwas auffüllen kann. Okay, hier wird Gülle angezeigt. Das ist schon mal nicht so schlecht. Du bist auch schon eine Runde gefahren, hast gesagt, Randy? Ne, nur ums Gebäude, weil ich halt davon ausgehe oder ausgegangen bin, ne? Ja, wäre ja auch logisch. Das ist richtig. Was haben wir denn hier? Weil die Weide geht komplett rum, ne? Ich glaube, ich habe das existierende Kartoffel- und Rübenlager gefunden. Das ist gut. Ja. Was haben wir jetzt hier hinten? War ungern da rein und ich komme da nie wieder raus. Das ist mein Problem. Einfach geradeaus, ne? Ja, wie soll ich da wieder rauskommen? Na, hinten, ne, einfach immer durch. Ja.
Ja. Das sagt er so einfach, weißt du? Ja. Ich brauche auf alle Fälle jemanden, der hinten ein bisschen schiebt. Mach ich. Also schiebt im Sinne von ausrichten. Hm? Hab ich. Das hier. Gülle. Gülle. Soll das sein? Eine Düngerproduktion. Mist rein. Ja, wie kommt ja hier der Dünger raus? Aber. Passt doch alles, ohne Schieben. Geht das? Geht sich das aus? Ja, ja. Mein Gott, bin ich gut. Komm mal zu mir. Ja. Kann ja nichts auffüllen, wenn ich hier durchfahre. Hm. Soll ich nie wieder rauskommen? Aber, rechts. Boah, aber ich bin. Achso, Entschuldigung, das bist du, Ansgar. Rechts hat er gesagt, da. Okay. Ne, ja, da genau, also dann hier hinten rum rein halt. Ja. Und hier ist ja noch irgendwas. Wasser. Das ist Wasser. Achso. Das ist Wasser. Ich zoome mal ran. Ich glaube tatsächlich, dass die traurige Wahrheit ist, dass wir ja keine Milch bekommen werden. Können wir das nicht durch irgendein Objekt oder so noch dazufügen? Nee. Es gibt Maps ohne Dings? Ja, ja. Ja? Ja, es gibt wirklich Maps ohne Trigger, weil die ja. Es ist ja so, im LS17 ist es so, dass die Milch, wenn du nichts machst, wird die Milch um 24 Uhr automatisch verkauft. Genau. So. Es gibt Schilder, die du aufstellen kannst, dieser kein illegaler Milchverkauf zum Beispiel, dann wird die Milch nicht verkauft. Aber das heißt nicht automatisch, dass Trigger gesetzt wurden, um die Milch abzupumpen. Weißt du? Mhm. Okay. Das heißt es leider nicht. Es ist Zeit für einen Mapwechsel. Das ist absolut richtig. Haben jetzt auch bald schon 100 Folgen da drauf, ne? Ja, haben wir schon. Schon viel. Was? Ich habe, glaube ich, sonst nur im Bausimulator so viele Folgen in einem Spiel mal. Ja, Bugsimulator. Alle Zuschauer freuen sich bis heute dran. Weil da habe ja eigentlich nur wieder angefangen wegen den neuen DLC, aber es soll weitergemacht werden. Ja, machen wir halt diese Workshop-Maps. Versuch mal hier drin irgendwie. Achso, brauchst du für den. Tiermenü. Also hier ist nur Tiere abladen. Das hätte ich auch schon gedacht, aber leider nein. Aber jetzt eine andere Frage, ne? Kann man denn Milch irgendwo verkaufen auf dieser Map? Nee. Weil wenn das auch nicht geht, dann ist klar, warum es keinen Trigger gibt, weißt du? Haben wir ja auch nie gemacht. Ja, richtig. Das heißt, wir haben nicht mal hier irgendwie einen Milchhof oder irgendwas, wo wir das verkaufen könnten. Ergo wird es nicht verbaut worden sein hier. Ach so. Frustration weißt du? Macht sich breit. Ach so, weil es ja. Ja, klar, weil das ja so eine komplette Standard-Map eigentlich ist. Ne? Ja. Der Dorfladen, ich habe hier hinten so eine komische Dose, aber ich glaube, das ist der Honig, oder? Ja, das ist der Honig. Zugefügt das wurde. Ist der Honig, ja. Schafe geben keine Milch. Schafe, schade eigentlich. Nee. Da gibt's keine Milch, ein Skandal. Keine Milch auf Rade. Ach, Richtig. Mann. Wo ist der Mörder? Bring den Pranger. Hängt ihn höher. Was? Ist ein Scherz. Ja, ist ein Scherz. Ist wirklich ein Scherz. Alles Bier ernst gemeint hier. Ja. Bildzeitung. LS-YouTuber hängen Modder wegen fehlenden in der Milchfunktion. Ach, scheiße, ey. Jetzt hab ich mich so auf den Honig gehört. Ja, ich auch. Jetzt ist das ganze System wieder. Nee. Ich tank jetzt Wasser mit dem Ding hier. Aus Frust. Das ist mal ein Protest. Das ist ein Protest. Die Bauern, die protestieren ja immer gegen die Milchpreise, indem sie die Äcker mit Milch be. Hoppala. Begießen oder die Milch oder Gülle vor EU-Gebäuden oder so ausgießen. Das finde ich eigentlich immer ganz kreativ, auch wenn ich das eigentlich ziemlich verschwenderisch finde. Aber gut, ist ja Protest, muss ja irgendwie auffallen, muss ja irgendwie wehtun. Ich komme mal zu Ihnen, Werner. Jawohl, machen Sie das. Ja, wir gucken mal drauf. Ja.
Kann man alles niederbrennen. Ja. Hol die Fackel raus, das ist immer in der Mitte, hast du gesagt. Jo, hau die Bienen noch mit drauf. Wie machen wir das eigentlich, wenn wir jetzt die Map wechseln? Ja, irgendwann? Dann? Machen wir das dann so, dass wir Geräte und Kontostand übernehmen oder übernehmen wir nur Kontostand und kaufen uns davon schöne Geräte oder wie sieht das aus? Was würdet ihr denn lieber machen? Ich hab's ja eigentlich, ja, so wie ich das bei mir so gehandhabt hab, wir kaufen uns einfach die Geräte, die wir am Anfang brauchen, ne, so mittlerer Standard würde ich sagen, also jetzt so mittlerer, ne, mittleres Ding und fangen dann halt einfach normal halt an, aber halt schon mit den Maschinen, die wir grundsätzlich erstmal brauchen. Ne, ohne jetzt irgendwie. Also ich wäre tatsächlich dafür, dass wir andere Maschinen nehmen. Also den John Deere könnten wir übernehmen, aber bei den anderen würde ich andere Maschinen tatsächlich dann kaufen. Einfach zur Abwechslung. Man muss auch sagen, wir haben das Projekt jetzt, weiß ich nicht, sagen wir mal fast 100 Folgen lang gemacht. Ne? Mittlerweile gibt es ja wirklich andere geile Geräte. Mhm. Ballenpresse müssen wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Ohne Ultima zum Beispiel, ja. Mhm, genau. Würde ich es halt haben. Deswegen. Ach, fehlt nur noch die Map. Gab es da noch mal ein Update, oder? Von meiner Seite momentan leider noch nicht. Hm. Okay. Weil man könnte sie schon spielen, ne? Ja. Aber dann musst du halt den Übersetzer machen. Ob ich das so kann, das weiß ich nicht. Aber ich meine, wir können ja während der Folge auch mal ein Wort googeln oder so. Ja, klar. Also im Prinzip. Vielleicht auch ganz interessant, wie das auf anderen Sprachen heißt. Weiß ich nicht. Also im Prinzip könnten wir das schon machen. Ja, mir ist es, wie gesagt, ich bin offen für. Er läuft mit dem Honig rum. Ich bin offen für Neues. Also ich bin auch offen für Neues. Ich fände das jetzt auch. Ich meine. Ja, bitte, Ansgar. Wir haben ja jetzt hier quasi alles tatsächlich gemacht. Also wir haben Schafe gehabt. Wir haben keine Schweine gehabt, muss man sagen. Aber wir haben Schafe gehabt. Wir haben ein bisschen Forst gemacht. Wir haben alle möglichen Äcker bestellt. Klar könnte man das jetzt noch ausbauen und so, aber vielleicht wäre es tatsächlich cooler, jetzt irgendwie auf einer neuen Map das auszubauen. Die dann vielleicht auch ein bisschen mehr Wirtschaftszweige zum Beispiel bietet. Weil das so hat mir so ein bisschen gefehlt hier. Ja. Ja gut, Rade war ja. Dann haben wir Rade angefangen. Achso, wir testen noch den, das da damals, ja. Ja gut, ja. Das ist richtig. Da gab's ja noch nicht so viel. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, gut, ne? Würde die Engine das auch raffen, dass man während, ne, fangen könnte? Also die Butter können wir nicht mehr verkaufen. Ah, das ist Honig, sorry. Richtig. Boah. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Fast ins Tor. Ja. Zeig ich dir mal einen hier, aber Moment. Zeig mal, ja. Oh. Was macht ihr da für einen Blödsinn? Wir haben Spaß, ohne dich. Ja, aber sowas von. Halt los. Gib dir gleich mal Spaß. Boah! Ja, da war nicht drin. An der Linie. Ich glaube, ich komme auch immer weiter vor, weißt du? Ja, genau. Trick 19, ne? Ja. Ah, warum kann man das nicht fangen in der Luft? Genau, ne? Spielt ihr da mit dem Honig? Nein! Würden wir nie tun. Das ist nur Qualitätstest. Wie heißt das? Ja. Nur Qualitätstest. Stiftung Werftest. Richtig. Skandal! Fang! Boah, Alter! Aha. Mal gucken, wie Ansgar das macht. Junge! Da nimmt das den verloren. Mein Gott. So, ich habe eine Kettensäge. Und hier ist eine Besitzbank, sehe ich gerade. Das ist jetzt mal. Oh! Da war der Honig weggeschmissen, das ist ganz klar. Den wieder hierher geworfen. Ja, Verantwortungsbewusstsein ist jetzt die vorletzte Folge, wenn wir den Plan tatsächlich so durchziehen, wie wir den gerade während der Folge geplant haben. Aber wir haben noch nie verraten, um welche Map es geht, ne? Machen wir auch nicht, würde ich sagen. Das oder? Machen wir nicht, das ist der Überraschungseffekt. Ja. Könnt ihr mal eure Vermutungen in die Kommentare schreiben? Und ja, es wird nicht die Losliegeland.
Die heißt Löshügelland. Löshügel? Löshügelland. Achso. Also sind wir uns eigentlich Löshügelland, ja? Mit Northern Alberta, da haben wir es jetzt gehört. Ja! Die hat wirtschaftstechnisch viel zu bieten. Ja. Aber wieso war da eigentlich die Luft raus irgendwann? Ja, weil es keine Wirtschaftszweige gab. Also. Da ist halt wirklich nur Standard und Standard. Okay. Und halt riesige Standard. Felder. Ja. Und Standard. Und das halt alles auf XXL. Ne? Mit den Pickbats und alles ist halt eine coole Geschichte, aber irgendwann hast du halt auch alles durchgeeimert. Mhm. Ich habe noch eine Frage für die nächste Folge tatsächlich, aber ja. Ich habe vielleicht noch eine Idee, wie wir es machen könnten in der nächsten Folge. Wollen wir in der nächsten Folge so einen kleinen... wollen wir verkaufen oder was wollen wir machen in der nächsten Folge? Ja, komm, ich bin nicht so der Freund von Sachen. Ja, das ist halt die Frage, weißt du? Ja. Ob wir alles verkaufen sollen. Ja, ja, wir machen fertig. Weißt du? Dann ganz haben wir nämlich einen guten Kontostand. Dann gibt es vielleicht ein paar fleißige Zuschauer, die uns vielleicht ein paar Mod-Vorschläge schicken können, was sie gerne sehen würden. Und es gibt einen Lamborghini für jeden. Ist auch was richtig. Gutes. Ne? Nehmen wir ein Päckchen Honig mit für zu Hause und dann ist gut. Boah, es gibt aber sau viel zu verkaufen, ne? Wir müssen die ganzen Silos leer machen. Wir müssen die Schafswolle verkaufen, das wird eine ganze Menge. Müssen die Schafe verkaufen. Müssen die Schafe verkaufen. Die Kühe verkaufen, da haben wir ja sau viel. Ja. Wir müssen eigentlich auch den Kredit zurückzahlen, aber ich würde sagen, aus den Augen, aus dem Sinn. Dafür lassen wir ja die Gebäude hier, weißt du? Genau. Dafür lassen wir die ganzen Gebäude stehen, dafür kann die Bank hier, ne, weißt du Bescheid. So. Weißt du Bescheid. Alles klar. Dann Däumle da lassen, nicht vergessen. Hoppala. Bei Ansgar und Werder vorbeischauen und dann halt bis morgen zum Grand Finale al Relais. Tschüsselü. Tschüssi. Tschüssi.